New York City, das südwestliche Ufer von Brooklyn. An die 200.000 Menschen, deren Muttersprache Russisch ist, leben hier in Brighton Beach auf engem Raum. Der Atlantische Ozean und die Strandpromenade zogen vor allem Einwanderer aus dem am Schwarzen Meer gelegenen Seebad Odessa in der heutigen Ukraine an. So entstand der Spitzname Klein-Odessa. Die Mehrzahl der Einwanderer sind Juden. Die ersten kamen in den 70er Jahren, als die Sowjetunion ihre repressive Auswanderungspolitik lockerte. Brighton Beach war in vielen Fällen die erste Station im Goldenen Westen. Verwandte und Freunde kamen nach. Sie kamen aus allen Regionen der ehemaligen Sowjetunion. Die Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg sind ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens von Brighton Beach. 1995 gründeten sie die Amerikanische Vereinigung der Invaliden und Weltkriegsveteranen der ehemaligen Sowjetunion. Die meisten von ihnen litten unter dem staatlich propagierten Antisemitismus der Nachkriegs-Sowjetunion. In Brighton Beach haben die Veteranen 1.300 Mitglieder, in ganz Amerika 10.000. Am Abend vor dem jüdischen Neujahrsfest gibt es einen Geburtstag zu feiern. Die Zeit des Kalten Krieges ist lang vorbei. Heute nehmen die sowjetischen Veteranen zusammen mit den amerikanischen an Militärparaden teil. Für die 84-jährige Genja Peretjatko aus Odessa sind dies ganz besondere Tage. Wenn wir uns bei verschiedenen Paraden treffen, grüßen wir uns wie Verwandte. Wir singen, tanzen, lachen zusammen und unterhalten uns. Und alles Böse, das zwischen uns war, ist vorbei. Die Menschen in den Vierteln, durch die wir ziehen, klatschen Beifall und rufen Danke, Danke. Und sogar die Schwarzen unter ihnen, die mit ihren Kindern gekommen sind, rufen Danke, Danke. Es ist wirklich sehr rührend. Abgesehen vom neuen Jahr haben wir noch ein weiteres großes Ereignis zu feiern. Jakov Kugan wurde gestern 90 Jahre alt. Wir wünschen ihm alles Gute. Man muss über seine Fähigkeit nicht viele Worte verlieren. Über seine Talente wird er uns selbst berichten. Diesen Mann hat die Schule des Lebens geprägt. Also, wir haben heute einen Brief von Präsident Bush erhalten und von Laura Bush. Jakov, herzlichen Glückwunsch. Mögen Sie an Ihrem besonderen Tag glückliche Erinnerungen haben, begleitet von der Liebe Ihrer Familie und Freunde. Alles Gute, Laura Bush und George W. Bush. Für Sie alle ist Brighton Beach zur neuen Heimat geworden. 1991 emigrierte der Präsident der Veteranen, Leonid Rosenberg, zusammen mit seiner Familie aus Kiew. На Брайтон Бич его называют маленькая Одесса. Brighton Beach ist ein ganz besonderer Stadtteil. Brighton Beach nennt man auch Klein-Odessa. Aber es ist nicht nur Odessa, sondern auch Kiew, Moskau, Leningrad. Wir mögen Brighton Beach sehr. Für uns ist das Zentrum von New York nicht Manhattan, sondern Brighton Beach. Wir lieben Brighton Beach. Es ist ein wunderschöner Ort. Abends promenieren die Menschen wie einst auf dem Kreschatik Boulevard in Kiew oder auf dem Nevsky Prospekt in Leningrad. Das ist Brighton Beach. Die Uferpromenade ist das Herzstück von Brighton Beach. Hier werden Geschichten und Erinnerungen ausgetauscht. Hier werden Träume und Hoffnungen lebendig. Der 80-jährige Lev Gerber bereitete schon im ukrainischen Mogilew-Podolsk täglich für die ganze Familie das Frühstück zu. Sie könnten jetzt endlich mal aufstehen.
1991 kam Lev Gerber zusammen mit seinen Angehörigen nach Amerika. Die ersten 6 Jahre teilte sich die 10-köpfige Familie ein Einzimmer-Apartment. Heute lebt Lev Gerber zusammen mit seiner Frau Dora, seiner jüngsten Tochter Raya und deren Ehemann Fima in einem Haus in Brighton Beach. Auch Tochter Faina und ihr Ehemann Misha wohnen hier. Deswegen bin ich so mager. Vater hat uns verwöhnt. Wenn nichts auf dem Tisch steht, fühlt er sich nicht wohl. Wenige Blocks von der Brighton Beach Avenue entfernt eröffneten die Schwiegersöhne von Lev Gerber 1996 ihr eigenes Fischgeschäft. Ein Familienbetrieb namens Goldfisch. Die Familie hatte bereits in der Ukraine in der Lebensmittelbranche gearbeitet. Ihre Erfahrung und ihr Erspartes investierten sie nun in Amerika in ein eigenes Geschäft. Goldfisch. Ich höre. Morgen ist Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest, an dem traditionell Fisch gegessen wird. Viele Kunden im Goldfisch sind Juden aus der Ex-Sowjetunion. Es kommen hauptsächlich russische Kunden in unser Geschäft, aber auch Amerikaner. Die Russen kaufen Karpfen, Lachs, Forelle, verschiedene Fische. Die Amerikaner bevorzugen Seezunge und teurere Arten von Fischfilet. Wir sind seit 13 Jahren im Geschäft. Wir haben sehr viele Stammkunden und jeden Tag kommen neue dazu. Die Umgangssprache im Goldfisch ist Russisch, wie in fast allen Läden in Brighton Beach. Daher müssen auch die mexikanischen Angestellten die Sprache lernen. Sie entfernen die Schuppen und bereiten die Fische je nach Wunsch des Kunden zu. José, Abul und Pablo arbeiten seit 4 Jahren im Goldfisch. Der 32-jährige Abul hat vor 5 Jahren Mexiko verlassen, um in Amerika Geld für seine Familie zu verdienen. Englisch hat er dabei jedenfalls nicht gelernt. Ich kann nur ein wenig Russisch. Ich spreche es nicht perfekt. Aber mein Russisch ist besser als mein Englisch. Da ich mich im Geschäft immer auf Russisch unterhalte, kann ich kein Englisch. Naja, das Geschäft ist in einer russischen Gegend, also spricht er Russisch. Ich habe Russisch gelernt, indem ich gefragt habe, wie die Dinge heißen. Das hier heißt Nosnitschi, auf Spanisch Tijeras. Ich frage jemanden, wie heißt das, und sie sagen Nosnitschi. Wie heißt dieses Teil? Molotok. Die Uferpromenade ist am frühen Vormittag fast ausgestorben. Die meisten Familien bereiten sich zu Hause auf das Neujahrsfest vor. Genia Peretjatko flaniert jeden Tag am Strand entlang. Erinnerungen an die Promenade in ihrer Heimatstadt Odessa werden wach. Wie geht es dir? Besser als den anderen. Du siehst gut aus. Ich bin froh, dich mal wieder zu sehen. Du lebst ja schon lange hier, nicht wahr? Wir haben uns all die Jahre oft gesehen. Wir waren oft am Strand zusammen. In der letzten Zeit sehe ich dich selten am Strand. Du lächelst? Ich lächle. Kein Wunder. Es geht uns ja gut hier in Amerika, nicht wahr? Ja, ja. Warum filmen Sie? Sie machen einen Film über das Leben von Emigranten in Amerika. Das ist schon in Ordnung. Aber wie können Sie wissen, wie wir leben, wenn wir nur hier sitzen? Glaub mir, Sie werden es wissen. Alles Gute. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder öfter. Die Odessiten aus Genias Generation teilen alle das gleiche.